Nach 130 Dienstjahren wird sie in den Ruhestand entlassen. Die alte Eisenbahnbrücke der Gemeinde Wolfegg. Freitagabend, 23.30 Uhr. Der letzte Schienenbus passiert die alte Brücke in Fahrtrichtung Leutkirch. Wenige Sekunden später flammen die ersten Schneidbrenner auf, die Bagger lassen ihre schweren Motoren an und das Team um Bauunternehmer Alfons Leute beginnt mit der Arbeit. Einer Arbeit, die größte Herausforderung darstellt und äußersten Einsatz verlangt. Denn es gilt, in einer Bauzeit von nur 53,5 Stunden die alte Eisenbahnbrücke vollständig abzubauen und durch die neue Brücke zu ersetzen. Bis Montag früh 5 Uhr muss alles fertig sein, so lautet die Vorgabe. Denn dann soll ein Schienenbus der Deutsche Bahn AG die neue Brücke zum ersten Mal befahren. Mit dem Ausbau der alten Gleise beginnt der Baumarathon. Unzählige Schneidbrenner lösen die Schienen vom Unterbau. Ein Spezialbagger zieht die alten Gleise aus ihrem Bett. Doch zwischen Freitagabend 23 Uhr und Montagmorgen 5 Uhr liegen noch 2100 Kubikmeter Erdaushub, 90 Kubikmeter Betonabbruch und das Versetzen von zwei seitlich gegossenen Brückenwiderlagern sowie dem dazugehörigen Überbau mit einem Gesamtgewicht von 1100 Tonnen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die Freilegung und Aushebung der alten Brückenelemente. Kaum sind alle Gleise entfernt, hebt sich das alte Brückengestell aus seinem Bett und nimmt Platz auf einem großen Tieflader. Während die Arbeiter erst am Beginn ihres Werkes stehen, hat sie, die alte Wolfegger Eisenbahnbrücke, das Aufregendste schon hinter sich. Im Schritttempo geht es ein paar Meter ins Grüne, wo die Brücke schließlich in handliche Stücke zerlegt und für den Abtransport vorbereitet wird. Unterdessen recken sich bereits die Arme der schweren Abbruch- und Aushubbagger in den nächtlichen Himmel. 2100 Kubikmeter Erdreich müssen ausgehoben und auf insgesamt 15 bereitstehende LKW verladen werden. Normalerweise dauert der Neubau einer solchen Brücke bei konventioneller Bauweise circa 8 Monate. Alfons Leute und seinen Mitarbeitern bleiben, wie gesagt, genau 53,5 Stunden. Dann muss die Brücke stehen und voll belastbar sein. Der Vorteil dieser Overnight-Bauweise liegt auf der Hand. Der Verkehr wird gerade mal für ein Wochenende unterbrochen. Ein zugegebenermaßen nicht ganz billiger Luxus, das den Arbeitstitel Hauruck verdient hätte. Bevor auch die beiden Abbruchbagger ihre Arbeit aufnehmen können, hört man wieder das Zischen der Schneidbrenner. Alle Stahlteile müssen von der alten Brücke entfernt und abtransportiert werden. Erst dann können die beiden schweren Bagger mit ihren Spezialwerkzeugen mit der systematischen Demontage der alten Widerlager beginnen. We'll be right back.
Felslöffel und Abbruchmeißel werden über 100 Kubikmeter Beton in große Stücke gebrochen, die dann wiederum mit den LKW in Richtung Deponie abtransportiert werden. Aufgrund des enormen Zeitdrucks steht vor allem eine Sache zentral im Vordergrund: eine gute und reibungslose Logistik. Immer mehr Zuschauer finden sich am Ort des Geschehens ein, dass der örtliche Wolfegger Bürgermeister bereits vor Baubeginn mit dem Prädikat Jahrhundertereignis versehen hatte. Bis Bauende sollen es stündlich mehr und mehr Zuschauer werden. Viele von ihnen bleiben sogar die ganze Nacht. Die Arbeiten gehen zügig voran. 8 Stunden sind für den Abbruch veranschlagt, 11 Stunden für die Erdarbeiten. Zwischen 10 und 11 Uhr am Samstagmorgen müssen alle vorbereitenden Arbeiten für den Einsatz der neuen Brückenelemente abgeschlossen sein. Also, jetzt ist der Geometer klar. Die Aushubtiefe scheint erreicht und jetzt ist der Vermessungsingenieur gefragt. Seine Aufgabe ist es, mit Hilfe genauester elektronischer Prüfgeräte und unter Zuhilfenahme der seitlich aufgestellten Schnurgerüste die Korrektheit der Baugrube zu ermitteln. Nun wird die Baugrubensohle, die beiden neuen Widerlager aufnehmen wird, verdichtet. Während der gesamten bislang verstrichenen Bauzeit sind Spezialisten der Firma Schmidbauer damit beschäftigt, den riesigen Kran zusammenzubauen. Nur solch ein 10-achsiger Koloss, dessen Kranhaken allein 1,60 Meter breit und 3 Meter hoch ist, vermag, die beiden neuen Brückenteile an den richtigen Platz zu setzen. Für Verpflegung ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt. Wobei man hier während der gesamten Bauzeit nur sehr wenige Personen antrifft. Jedem steckt der Ehrgeiz in den Knochen und auch jeder wird draußen an der Baustelle gebraucht. Nun ist das Planum erstellt. Die Baugrube hat inzwischen eine stattliche Tiefe von ca. 3 Metern unter dem ehemaligen Straßenspiegel erreicht. Immer mehr Zuschauer strömen herbei.
um dem ungewöhnlichen Ereignis beizuwohnen. Ein Blick in das Führerhaus des Giganten. Hier empfängt der Fahrer die Anweisungen seines Kranmeisters. Nur so ist es möglich, die tonnenschwere Last später millimetergenau platzieren zu können. Es ist soweit. Das erste Widerlager mit einem Gewicht von sage und schreibe 428 Tonnen wird angehoben und bewegt sich in die Lüfte. Des Weiteren werden vom Kran in diesem Moment außerdem noch 12 Tonnen Seile, ein 30 Tonnen schwerer Haken sowie 4 Schäkel mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen angehoben. Das Ausgleichsgewicht bilden die direkt auf dem Kran installierten 206 Tonnen sowie ein zusätzliches Gegenballastgewicht von 300 Tonnen. Nun geht es an die genaue Platzierung des ersten Widerlagers. Zentimeter um Zentimeter bewegt sich das Lager seinem Bestimmungsort zu. Dann, kurz vor dem Ziel, geht es nur noch millimeterweise vorwärts. Ja, 3 mm, 2, 1 mm. Gut! Prüfungen ergeben, dass beide Lager vorschriftsmäßig eingepasst wurden und fest sitzen. Sofort wird mit dem Verfüllen begonnen. Denn immer noch sitzt die Zeit im Nacken. Nur noch wenige Stunden, dann muss auch diese Arbeit erledigt sein. ...2700 Tonnen Kies werden herangeschafft, denn genau so viel Material wird für die Verfüllung der beiden Widerlager benötigt. In Lagen von 30 cm Dicke wird der Kies eingebracht und sofort verdichtet. Während unten verfüllt wird, bereitet man oben das Anheben des Überbaus vor. Neben den großen Baggern, die den Verfüllprozess durch Materialnachschub voranbringen, befindet sich nun auch allerhand weiteres Spezialwerkzeug in den tiefen Gruben. So zum Beispiel ein Minibagger.
der aufgrund seiner Wendigkeit in den engen Schluchten der beiden Widerlager ein ideales Arbeitsgerät ist. Selbst die Stahlkonstruktion, die den Überbau bis zur Montage trägt und satte 14 Tonnen auf die Waage bringt, ist eine Spezialanfertigung. Der spannendste Moment der gesamten Bauphase ist jetzt erreicht. Die Überbauplatte wird in die Lagersockel der beiden Widerlager eingepasst. Es ist geschafft. Doch das, was hier so einfach und ganz selbstverständlich wirkt, ist das Ergebnis unzähliger Zeichnungen und Berechnungen sowie einer exakten Planung. Doch erst das perfekte Zusammenspiel zwischen der theoretischen Planung und der praktischen Umsetzung, wie wir sie hier sehen, führt letztlich zum Erfolg eines solchen Bauvorhabens. Nun werden die Trägerseile abgespannt, was gar keine so leichte Aufgabe ist. Denn jedes der Seile hat einen Durchmesser von 15 cm und wiegt 3 Tonnen. Gespenstisch erhebt sich der Kran in den nächtlichen Himmel. Die Brücke steht, der Zeitplan wurde exakt eingehalten. Jetzt erst schmeckt das Bier so richtig gut. Also senkrecht zur Fahrtrichtung. Jetzt bleibt nur noch das Finishing. Im Brückenbau versteht man darunter das Vergießen der Lagersockel. Hier werden die Aussparungen in den Lagersockeln mit Spezialbeton versiegelt. Ja, und nun fehlt nur noch eines, was aber bei keinem Bauwerk fehlen darf. Die Rede ist vom Richtbaum. Mit den besten Wünschen ihrer Erbauer wird die neue Wolfegger Eisenbahnbrücke ihrer Bestimmung übergeben.